Hallo, grüezi Mobbing und herzlich willkommen bei «Kurz erklärt». Heute mit der Änderung vom Sozialhilfegesetz vom Kanton Zürich. Ich werde unterstützt von mspaint.exe. Es geht um die Überwachung von Sozialhilfeempfängern durch private Überwacher, sogenannte Sozialdetektive. Die können zwar auch direkt von der Verwaltung angestellt sein, was aber nicht sind Polizisten oder sonstige Ermittlungsbehörden. Ja, wir haben auf Bundesebene im November 2018 schon über die Frage abgestimmt. Was habe ich damals gesagt? Naja, grundsätzlich wäre ich Fan davon, wenn bei einem begründeten Verdacht die Polizei gemäss Strafprozessordnung würde ermitteln. Dass das leider illusorisch ist, sehe auch ich ein und dass die Versicherungen mühend Kompetenz haben, das selber zu überprüfen, kann ich sogar nachvollziehen. Nur, wenn man schon rechtsstaatlich eine fragwürdige Kompetenz schafft, dann bitte sauber. Wenn jetzt aber ein Blick, ein NZZ, ein Tagi, diverse Experten, namentlich der Professor Gechter von der Uni Zürich sowie der Professor Schäfer von der Uni Basel und zig andere mehr massive Zweifel haben an dieser Ausarbeitung, dann stimmt doch einfach etwas nicht. Bevor man diese Mängel nicht korrigiert hat, muss man so ein Gesetz entschieden ablehnen. Aha, ja gut, die kantonale Umsetzung korrigiert da einiges. So sind im Kanton Zürich mit dem Gesetz GPS-Tracker und unangekündigte Hausbesuche verboten und die Überwachungen müssen durch den Bezirksrat bewilligt werden. Das führt zu einer ganz komischen Gemengelage in der Politlandschaft. So sind Kantonsrat und Regierungsrat zwar für das neue Gesetz, es gibt aber zwei Minderheitenmeinungen dagegen. Minderheit 1 kommt von rechts, ihnen geht das zu wenig weit. Sie wollen GPS-Tracker, unangekündigte Hausbesuche sowie keine Bewilligung durch den Bezirksrat. Wollen also das Maximum ausschöpfen, das das Bundesgesetz zulässt. Ähnlich sehen das 49 Gemeinden und Städte, die das Gemeindereferendum ergriffen haben. Nicht dabei sind da Zürich und Winterthur. Minderheit 2 kommt von ganz links. Sie sagen, das braucht überhaupt keine Gesetzesanpassung, weil sie gar kein Sozialdetektiv wollen. Das Strafgesetz regelt den Sozialhilfemissbrauch, also kann die Polizei dagegen vorgehen und nicht irgendwelche private Schnüffler. Sie führen Winterthur als Beispiel auf. Jetzt bin ich ja noch Mitglied der Sozialhilfebehörde der Stadt Winterthur und ich kann bestätigen, Winterthur ist doch ein wunderbares Beispiel. Die Stadt Winterthur arbeitet mit der Stadtpolizei zusammen und das funktioniert wunderbar. Für die Stadt Winterthur ändert also weder ein Ja noch ein Nein etwas an der gängigen Praxis, weil sie gar kein Sozialdetektiv einsetzen will. Ja, was sage ich jetzt da dazu? Ich bin Fan vom rechtsstaatlich sauberen Weg, wie die Stadt Winterthur umsetzt. Ich will hier noch auf den Tagesanzeiger vom 16. Februar verweisen. Ich verlinke den Artikel auch, der aufzeigt, wie problematisch verdeckte Ermittler sind. Nur haben wir eidgenössisch ein klares Ja zu Sozialdetektiven an der Urne gehabt. Das gilt es zu respektieren. Und es haben halt auch nicht alle Gemeinden so eine grossartige Stadtpolizei wie wir hier zu Winti. Auf das muss man schauen bei kantonalen Gesetzen. Der Wortlaut vom kantonalen SHG korrigiert die gröbsten Schnitzer von der eidgenössischen Vorlage, sodass ich mit gutem Gewissen kann Ja sagen zu dieser Vorlage.